Ja, hallo. Heute stratze ich so durch meinen Lidl auf der Suche nach ein paar Brötchen. Und was müssen meine Augen da feststellen? Ein Bosch-Gerät liegt im Regal. Und zwar ein Akkuschlagbohrschrauber mit reichlich Zubehör. Nun habe ich den eingepackt und möchte den jetzt mal mit euch zusammen auspacken und gucken, was da alles drin ist. Gleich nach dem Intro geht's los. Der Bosch PSB 1800 LI2 gehört für die grüne Klasse schon, wie man das auch hier erkennen kann, zu der erweiterten oder zu der höherwertigen Serie. Mit einem Drehmoment von 38 Newtonmeter hart und 19 Newtonmeter weich ist er für die meisten Anwendungen komplett ausreichend. Das heißt, wer sich dieses Gerät als Heimwerker zulegt, der kann sicher sein, dass damit dann viele seiner Projekte und Wünsche auch verwirklicht werden können. Ja, wir können das Gerät mal zusammen auspacken. Gucken wir mal. Das finde ich jetzt auch toll. Bosch macht jetzt auch diese Original Bosch-Aufkleber oder diese Siegel auch auf die grüne Serie mit drauf. Das wusste ich noch gar nicht. Ich bin ja meistens bei Bosch Blau angesiedelt. Was bei Bosch Grün und bei Bosch Blau gleich ist, ist auch die Garantieleistung. Wenn ihr das Gerät über die Bosch-Seite registriert, könnt ihr die Garantie auf 3 Jahre ausweiten. Ihr könnt das Gerät auch verschenken. Ihr müsst nur die Rechnung mitgeben, das Garantiezertifikat und dann kriegt auch der Beschenkte dann die Garantieleistung von Bosch zugesichert. So hat man mir das telefonisch erklärt. Ja, unter der Papphülle befindet sich die neue Box, die Bosch jetzt öfters bei den Grünen verwenden möchte. Ich habe die bisher noch nicht gehabt. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, noch Kleinteile einzulagern, wie Bohrer oder sonstiges. Hat eine eigene Verriegelung das Ganze. Okay. Ihr habt hier die Möglichkeit, bis zu 15 Kilo in die Kiste reinzutun. Wir machen die Kiste mal auf und sehen auch, das Innenleben ist toll gestaltet. Hier hat man gleich wieder die Übersicht, was noch alles so an Zubehör in die Systembox, wie sie jetzt heißen, mit reingelegt werden kann. Wir haben hier nochmal den Hinweis auf die 3 Jahre Garantie, wie ich euch eben ja schon erzählt habe. Wir haben hier noch ein paar Zertifikate und wir haben hier die beiden Bedienungsanleitungen, einmal für den Schrauber selbst und einmal für das Akkuladegerät. So, wir haben in dem Paket eine Menge an Zubehör mit integriert. Zum einen hier schon mal ein Bit mit drauf. Wir haben hier unterhängend schon den ersten Akku, der auch zu der neuen Generation von Akku schon gehört. Leider nur mit 1,5 Ampere, allerdings 18 Volt Serie. Was viele von euch oder ich auch nicht verstehe, ist, warum diese Akkus nicht untereinander kompatibel sind mit den blauen Akkus. Nun sei es drum. Dann ist noch ein zweiter Akku integriert, auch 1,5 Ampere Stunden, was bei dieser Geräteklasse sicherlich ausreicht. Da braucht man keinen 5 Ampere Akku unterhängen. Wir haben ein Ladegerät, das 1815 CV, ist auch nicht das allerschnellste. Aber auch ausreichend. Und wir haben
schiebe das mal noch ein bisschen nach oben. Hier noch mal eine Box mit weiterem Zubehör. Und zwar sind hier noch Schrauben, Bohrer in allen möglichen Variationen. Das sind hier so eine Art Schälbohrer. Ist noch ein Set mit Holzbohrern drin. Hier ist ein Set mit Steinbohrern drin. Natürlich nicht die allerbeste Qualität. Also, wer ein bisschen Geld über hat, dem rate ich zu ENT-Bohrern, zumindest im Holzbohrerbereich. Ich habe noch keine besseren Bohrer bisher gehabt. So, der Hersteller gibt an, mit einem Akku schaffe ich 300 Schrauben. Das ist jetzt nicht wirklich sehr viel, aber für den Hobbyheimwerker sicherlich ausreichend. Wir haben weiterhin im Paket dabei einige Dübel in verschiedenen Größen, viele Schrauben in verschiedenen Größen. Allerdings, wie ich das so sehe, hier noch mit Kreuzschlitz, nicht mit Torx. Wir haben dabei einen Bithalter, wir haben dabei einen umfangreichen Bitsatz. Ich kann euch das hier ja mal auf der Verpackung zeigen. So sieht das aus. Das ist alles mit dabei. Auch verschiedene Bithalter und Bitträger. Wir haben ein paar Filterhaken mit dabei. Wir haben unterschiedliche Schrauben und wir haben Dübel. Also wer zu Hause gleich loslegen will und einen Schrank zusammenhämmern möchte oder ein paar Bilder aufhängen, der ist mit dem Set sicherlich ganz gut bedient. Vor allen Dingen finde ich klasse, dass da schon diese Systembox mit dabei ist. Ja, wir haben hier den Rechts-Links-Schalter, wie man das eben auch gewohnt ist. Das Tolle ist, dass dieser auch einrastet dazwischen, dass ich den auch sperren kann damit. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben hier die Möglichkeit, das Drehmoment festzulegen. Wir haben die Möglichkeit, auf Schrauben zu stellen. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Schlagwerk dazu zu wählen. Wer dann in eine Betonwand reinbohren möchte, der benötigt ja bekanntlich Schlag. Und meistens ist das mit solchen Geräten dann schon ausreichend. Dafür muss ich nicht unbedingt einen Bohrhammer haben, sondern bin auch mit einer allseits bekannten Schlagbohrmaschine, was jetzt hier in Akkuform vorliegt, auch gut bedient. Ihr habt einen Sanftanlauf, wie ihr das seht. Ihr könnt sehr dosiert damit arbeiten. Ihr habt überall eine Gummierung, dass das Gerät sehr gut in der Hand liegt. Ist auch wirklich gut austariert, muss ich sagen. Also vermisst da zum Blauen nicht viel. Ich euch hier mal das blaue Pendant. Das sieht also auch quasi gleich aus. Wobei der blaue jetzt auch nicht wirklich viel teurer ist als der grüne. Also wer auf die blaue Serie setzt, der kauft sich vielleicht das blaue. Wer sagt, ich will so einen gesamten Koffer haben, der greift dann zum grünen Gerät. Die gleichen sich immer mehr an. So, hier oben habe ich noch die Gangverstellung. Wir haben einen Zweigang Hochleistungsplanetengetriebe für die beste Kraftübertragung, wie Bosch angibt. Wir haben ein Schlagwerk für einfaches Bohren in Mauerwerk und Ziegel. Haben wir schon gesagt. Das Gewicht beträgt ungefähr 1,3 Kilo. Gehört damit zu den etwas leichteren Maschinen. Das heißt, ich kann da auch etwas länger mit arbeiten, ohne dass meine Hand gleich abfällt. Wer den 85C von Bosch kennt, diesen hier, der weiß, das Gerät wiegt wesentlich mehr, hat auch Schlagfunktionen mit drin etc. Hat aber auch 85 Newtonmeter Drehmoment, also insofern. Ich hatte ja schon gesagt, da ist schon die neue Generation von Akkus mit dabei. Die Akkus unterstützen jetzt eine Funktion, die den Akku vor Tiefenentladung, Überhitzung und Überlastung schützt. Das heißt, dann schaltet die Elektronik, die im Akku verbaut ist, ab und sagt, wir machen erstmal Pause. Bosch nennt das die Electronic Cell Protection ECP. Wir haben bei dem Gerät 20 Drehmomentstufen. Das Drehmoment stelle ich, wie bei allen anderen Geräten auch, mit diesem Wahlrad hier ein. Wir können mit dem Gerät
einen Schraubendurchmesser von 10 mm anziehen. Wir können bis zu 30 mm in Holz bohren. Das heißt, 3 cm Pfostenbohrer könnte ich drauf machen oder einen 3 cm Schlangenbohrer. Und wir können 10 mm Stahlbohrer verwenden. Ja, die Aufnahme hier vorne ist auch nur für 10 mm ausgelegt. Wie ihr das seht, wir haben auch keinen Schnellverschluss, wie ich das so sehe. Nein, es zieht fest. Manchmal gibt es ja diese Schnellarretierung, wo man nur einmal Klack machen muss und schon ist der eingespannte Bohrer oder Bit fest. Wir haben auch keine gesonderte Bitaufnahme, wo ich den Bit hier oder andere Bits noch mit anhaften kann. Das kennt man ja vom Bosch Blau. Da kann man dann noch so einen Halter montieren, wo ich dann mehrere Bits oder einen Gürtelhalter oder sonst irgendwas mit dran bauen kann. Ich habe integriert allerdings eine LED, die dann hier vorne auf den Bohrpunkt zeigt. Man sieht das auch hier, spiegelt es sich. Das heißt, ich habe immer eine optimale Ausleuchtung dort, wo ich auch bohren möchte. Das Problem ist, wenn einer ein bisschen größere Hände hat oder sonst was oder das so hält, dann funktioniert die ganze Geschichte schon nicht mehr. Und wir haben hier eine integrierte Akkuanzeige mit dabei. Der Akku ist jetzt wirklich minimal geladen. Wir haben hier das Tanksymbol. Das heißt, der Akku müsste jetzt schleunigst wieder aufgeladen werden. Wir haben hier integriert, das ist auch neu, das kenne ich von den blauen Geräten so auch noch nicht, eine Laufrichtungsanzeige. Mir erschließt sich allerdings nicht, warum das nach oben und nach unten zeigt. Das hätte ja vielleicht lieber nach links und rechts zeigen sollen, damit man sieht, der dreht in die Richtung oder der dreht in die Richtung. Gut, Bosch hat das so gelöst. Wahrscheinlich, aha, nach vorne heißt Schraube fest, nach hinten heißt Schraube raus. Das könnte ich mir vorstellen. Nun gut. Ja, das war's wieder mit der Vorstellung. Diesmal eines Bosch-Geräts aus der grünen Serie. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Gibt sicherlich demnächst auch noch Videos, die euch auch interessieren werden. Ihr könnt mir auch Vorschläge schicken, was ihr gerne sehen möchtet. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Denn.